viele in der AfD wollen ja eigentlich das Europäische Parlament abschaffen. Sehen Sie das genauso oder sozusagen als Jobkiller in eigener Sache unterwegs zu sein? Wir wollen eine komplett andere Europapolitik. Wir wollen nicht mehr diese Union, in der wir ein bürokratisches Monstrum sehen, das eben negative Folgen für Deutschland bringt. Wir wollen einen Bund europäischer Nationen. Solange wir die EU haben, brauchen wir aber dieses Parlament, weil wir nur so da die Anliegen der Bürger direkt in Brüssel vertreten können. Wir wollen die EU insgesamt umbauen, aber in der jetzigen EU brauchen wir dieses Parlament, weil es uns die Chance gibt, direkt in Brüssel aktiv zu werden. Also Sie wollen es aber trotzdem mittelfristig abwickeln? Nein, wir wollen eine komplett andere Struktur der Europapolitik. Solange wir diese Struktur nicht haben, ist das ja unser Hebel, aktiv zu sein. In jedem Fall kann man jetzt aus Ihrer Rede lernen, die Sie hier gehalten haben, dass es mit Ihnen möglicherweise ziemlich turbulent werden könnte im Europäischen Parlament in der neuen Legislaturperiode. Ja gut, Sie haben ja angekündigt, dass Sie die Interessen Deutschlands ganz klar vertreten werden in einer Leidenschaftlichkeit, in einem Tonfall, wo man doch denkt, da kann es durchaus turbulent werden im Europäischen Parlament. Schauen Sie, ich glaube, dass jeder deutsche Politiker die Interessen Deutschlands und der deutschen Wähler mit Leidenschaft vertreten soll. Und dass Sie allein das für ein Alleinstellungsmerkmal haben, sagt viel über unseren derzeitigen Höhenflug aus. Sie haben recht. Die Ampel und die CDU vertreten deutsche Interessen nicht mit Leidenschaft, deshalb braucht es die AfD. Es war ursprünglich ja geplant, dass Norbert Kleinwächter gegen Sie hier antritt bei der Wahl zum Spitzenkandidaten. Der hat eine Entgegnung veröffentlicht jetzt auf Ihre Buchveröffentlichung Politik von Rechts im Verlag des neurechten Vordenkers Götz Kubitschek. Also nochmal der Titel Politik von Rechts. Und er wirft Ihnen vor, dass Sie Verfassung, Rechtsstaat, Kontrolle der staatlichen Macht, Menschenrechte im westlichen Sinn abschaffen wollen. Wenn das so wäre, passt das ja eigentlich gar nicht zu Ihren politischen Ambitionen, denn Sie kandidieren ja bekanntlich fürs Europäische Parlament und nicht für den chinesischen Volkskongress oder die Duma. Ja, schauen Sie, ich kenne diese Erwiderung, aber ich schlage einfach vor, lesen Sie mein Buch und dann schauen Sie, ob diese Polemik, die da verfasst wurde, in irgendeiner Form rechtlich begründet oder überhaupt begründet ist tatsächlich oder nicht. Sie werden feststellen, das sind aus böswilligen Textverkürzungen und Verfälschungen zusammenfabrizierte Vorwürfe. Ich halte sie nicht mal würdig, dass man darüber diskutiert. Mein Buch spricht für sich. Es ist jetzt in zweiter Auflage, wird es bereits massiv verkauft. Man kann sehen, was es heißt, politische Antworten von rechts zu geben. Man muss nicht mehr nur links und Mitte sein. Auch die politische Rechte kann was bieten. Insofern, wer jetzt die Frage hat, was konkret bittet sie, der liest bitte KRA, Politik von rechts, und nicht irgendeine im Internet kursierende Polemik dagegen. Von sowas lassen wir uns gar nicht mehr beeindrucken. Dann stelle ich die konkrete Nachfrage. Also Verfassung, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Menschenrechte, das sind die Wesenselemente des Grundgesetzes. Die stehen für Sie über jeder staatlichen Macht, die auch kontrolliert werden muss. Schauen Sie, in dem Buch steht drin, es gibt einen Verfassungsstandard. Wir stehen zur Verfassung. Es wird widerlegt, die gesamte Reichsbürgerideologie. Wir bekennen uns zur persönlichen Freiheit und zum Individuum. Wir schreiben, welche Rolle und Auslegungsmaßstäbe für Menschenrechte gelten. Also wenn Sie den Wortlaut nehmen, weiß ich überhaupt nicht, wie man das missverstehen kann. Gut, also Sie stehen zu 100% zum Grundgesetz. Das war ja die Frage. Schauen Sie, ich habe Jura studiert, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Abgeordneter. Ich habe noch nie irgendwie bin noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten. Also allein, dass ich mich dafür rechtfertigen muss oder erklären muss, ob ich nun zur Verfassung stehe, stellen Sie die Fragen den Grünen auch.